Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und zwar geht es diesmal um das Unboxing vom Switchbot-Kontaktsensor. Den werden wir in unser Netzwerk jetzt erstmal unboxen und dann in unser Netzwerk einbinden über den Switchbot-Hub, Mini-Hub. Zoom mal ein bisschen ran. Und dann später werden wir dann noch ein Testvideo machen. Ich weiß noch gar nicht, wo ich den überhaupt dran machen werde. Ich denke mal an die Haustür. Ja. Und dass ich das dann mit der Kamera zusammenschalten kann. Da werden wir dann ein bisschen rumexperimentieren. So, wir haben mit bei einmal einen Klebestreifen und drei Dübel und drei Schrauben zum Befestigen. Dann haben wir hier natürlich die Eventkarte mit Switchbot auf Facebook, auf Instagram, YouTube und Twitter sind sie vertreten. Und hier haben wir dann noch die Anleitung, wo hier natürlich wieder der QR-Code für die App drin ist. Streifen abziehen, ankleben, fertig. Ja, kriegen wir hin, denke ich mal. Hier ist der Sensor, der hat schon einen Klebestreifen dran. Drei A-Batterien, 1,5. Sind auch mit bei. Und dann ist hier der Sensor, der hat auch schon eine Klebestreife. Switchbot, oh, finde ich schön, mit schönen dicken Taste. Finde ich gut. Muss, glaube ich, noch ein Stück so lang. Bin ein bisschen so. Und hier haben wir dann schon Klebestreifen. Jetzt machen wir das mal ab. Das machen wir ab, indem wir so machen wir das ab. So nach oben und nach unten. So, jetzt blinkt er schon mal. Wir nehmen uns jetzt die App und Switchboard App. So. Zoom mal noch ein Stück raus. Will gerade nicht so wie ich die Fernbedienung, warum auch immer. So. Könnt da so ein bisschen was sehen. So, ich nehme jetzt einfach hier Plus und Kontaktsensor. Achso, der hat schon gefunden. Ich lasse noch den Namen Kontaktsensor, Raum lasse ich noch offen. So. Über den Hub. Ah, können wir sie ja für den Schrank nehmen. Auf die Idee bin ich noch ja nicht gekommen, könnte ich da den Schrank, wo die Weihnachtsgeschenke drin sind. Ich nehme mal Tür.
Ich würde festkleben, die Stressschrauben. Er sagt jetzt gerade, dass es zu ist. Also mit der Hand denke ich mal nicht, dass es so gut geht. Ah, ist es offen? Schade, jetzt funktioniert es gerade wieder nicht. Naja, will er jetzt nicht so wirklich. Wir testen nur noch, wenn wir dann eine Tür anbinden und dann mit der Sicherheitskamera verbinden. Man kann ja eine App auch ausschalten, das ist ja kein Problem. Kann man doch Privatmodus machen und sagen, dann sollte er nicht gehen, weil wenn man Privatmodus macht, dann sagt man hier, pass auf, bin ja zu Hause, brauchst nicht gehen. Aber
Wenn man denn, bevor man abhaut, sagt man hier einfach, oder man gibt Alexa einen Befehl und sagt hier Privatmodus aus. Müsste mal gucken, ob das auch funktioniert. Wenn nicht, geht man in die App und sagt Privatmodus aus. Oder man macht sich hier, müsste mal gucken, ob man so einen Switcher hier für eine Handtasche sich fertig machen kann oder Bauchtasche. Und dass man halt sagt, damit kann man den Privatmodus ein- oder ausschalten. Dass dann die Kameras zu Hause nicht gehen und der nicht geht. Und wenn man dann geht, macht man an, zack, und dann geht alles wieder im Nicht-Privatmodus. Und dann gehen auch die Kameras wieder an oder so. Weil die Kameras brauchen ja auch nicht gehen, wenn man zu Hause ist. Das ist ja auch Quatsch. So, da bin ich mal gespannt. Lass mich mal was Schönes einfallen, was wir damit mal testen können. So, nichtsdestotrotz hoffe ich euch, dass es euch gefallen hat. Verarbeitung sieht auch wieder sehr gut aus. Wir haben schön lange Klebestreifen hier drauf. Hier auch der komplette Klebestreifen, auch M3, alles so wie es ausgesehen hat, wird gut halten. Ich habe beim Switchboard jetzt zum Beispiel, für die Kaffeemaschine habe ich gar keine Probleme. Der hält fest, bombenfest, also Schalter an, aus, alle super, ohne Probleme. Da würde ich hier, denke ich mal, auch mit dem Klebestreifen keine Probleme bekommen. Das soll es jetzt soweit gewesen sein. Wir werden den aber auch noch irgendwo einbinden. Und dann würde ich sagen, dann bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.